sage Glückwunsch zum Sieg. Was ist los mit dem HSV in den letzten Wochen? Ja, wir sind gut drauf. Wir haben einen Lauf. Das haben wir alle gehofft, dass wir aus der Champions League den Elan mitnehmen können in die Bundesliga und auch in den Pokal. Haben jetzt 5 sehr anständige Spiele gemacht. Heute Göppingen das ganze Spiel dominiert fast und einen sehr souveränen Sieg herausgespielt. Wir sind gut drauf, wir haben Lauf und wir freuen uns jetzt, dass wir ein paar Tage frei haben. Wir haben von Anfang an sehr gut gespielt, haben nur blöde Tore, sag ich mal, kassiert und haben die Phasen, in denen wir nicht so gut gespielt haben, super kompensiert und einfach weitergemacht. Und ich glaube, das ist das, was uns die letzten Wochen am Beginn der Saison gefehlt hat, und das ist jetzt voll da. Heute war eigentlich ein guter Tag für uns, natürlich. Ich muss sagen, von erster Sekunde bis letzter Sekunde, wir haben eine Konstante gehabt und ich habe ganze Zeit Gefühl gehabt, dass wir gewinnen dieses Spiel 100%. Wir haben das gezeigt, in Abwehr war sehr gut, muss ich sagen auch, und jetzt kommt das einfach auf den guten Weg. Was glaubst du, ab welchem Zeitpunkt hast du gewusst, das Spiel, das gewinnen wir hier heute? Ja, in der zweiten Halbzeit, wenn wir halt diese hohe Vorsprung aufgebaut haben mit, 7 oder 8 Tor, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Gegner langsam auch einen Gang runter abgeschaltet haben. Und das war für uns ein bisschen leichter in der Deckung. Dann haben wir viel Bälle gewonnen und danach das Ding auch durchgezogen. Und jetzt können wir genießen, 10 Tage mit Ruhe, mit Nationalmannschaft, mit vielen Sachen, aber werden wir sehen. Bobo haben wir gesehen heute auf Krücken, natürlich ein ganz derber Dämpfer, da geht auch ein Ruck durch die Mannschaft wahrscheinlich. Heute hat die Mannschaft auch für ihn gespielt? Ja klar, man spielt immer für die ganze Mannschaft, jeder spielt für sich, aber auch für die Mannschaft und natürlich auch für alle Spieler, genauso wie für einen Oleg oder für einen Pommes auch. Klar, die wollen natürlich auch, dass wir weiter oben mit dabei sind, dann macht es natürlich mehr Spaß. Ja, ist natürlich ein herber Verlust, den wir da jetzt haben und den wir kompensieren müssen. Wir wissen nicht genau, wie lange er ausfällt. Wir hoffen, dass es nur vielleicht ein Monat ist oder so, aber es ist nach oben hin sicherlich auch offen. Und wir drücken ihm natürlich die Daumen. Er kriegt von uns jede Unterstützung. Wir hoffen, dass er schnell wieder da ist, weil in manchen Spielen können wir ihn sicherlich nicht entbehren. Ihr habt jetzt ein bisschen weniger Training, ein bisschen Freizeit, um euch zu erholen. Du bist auch ein Olympionik. Wie sieht es bei dir aus die nächsten Tage? Was wirst du machen? Oh, ich bin ganz zufrieden, weil ich morgen fliege nach Kroatien und ich habe meine Nationalmannschaft abgesagt wegen Verletzungen, Kleinigkeiten und natürlich, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, sonst ich schaffe das 100% nicht. So, bis Mittwoch habe ich ein bisschen frei. Ich muss da bei Ärzten auch Nationalmannschaft gezeigt, alles was hier passiert ist, und vielleicht mache ich ein paar Therapie, aber Training keine, und dann am Mittwoch fange ich wirklich weiter an, dass ich im nächsten Spiel noch besser bin. Und das Spiel ist so, Matthias!